Wer erntet eigentlich die unzähligen Tonnen Obst und Gemüse, die tagtäglich in den Supermärkten angeboten werden? Ganze Scharen von Saisonkräften sind es, die auf den Feldern schuften. Einer italienischen Studie zufolge arbeiten 25% der Erntehelfer in Europa schwarz. Für dieses Phänomen müssen wir ein Bewusstsein schaffen, meint die Vertreterin einer Mailänder Verbraucherschutzorganisation. Ausbeutung durch Arbeit, Schwarzarbeit und unregelmäßige Beschäftigung können durch gute wirtschaftliche Ergebnisse und Nutzbarkeit abgelöst werden, wenn man sich zur Zusammenarbeit mit Handelsketten entscheidet, die ethisch richtig handeln. Besonders hoch ist der Anteil der Menschen, die unter der Hand in der Landwirtschaft schuften, in Portugal. Dort sind der Studie zufolge 60% der Erntehelfer Schwarzarbeiter. In Deutschland und Österreich wird der Anteil auf 10% geschätzt.